Vertreter der Religionen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir gedenken heute der sogenannten Reichskristallnacht vom 9.11.1938, des Anfangs der aktiven Phase des Holocaust. Heute vor 85 Jahren begann die aktive Phase des Holocaust. Ich hatte meine Rede für den heutigen Tag bereits am 6.10. geschrieben. Doch dann kam der 7.10., alles wurde ganz anders als gedacht und es überschlugen sich die Ereignisse. Aus diesem Grunde ist meine Rede den aktuellen Umständen angepasst. Ich zitiere jetzt Teile eines Artikels von einem Reporter namens Leon de Winter in der Neuen Zürcher Zeitung vom 11.10. Während am vergangenen Samstag palästinensische Terroristen damit beschäftigt waren, ganze Familien ihren eigenen Häusern und Straßen zu verstümmeln, zu vergewaltigen, zu ermorden und zu enthaupten, befassten sich westliche Medien mit der Frage, wie man eine möglichst ausgewogene Berichterstattung über das Blutbild gestalten könne.